Landwirt Praxistest. Ibex steht auf Lateinisch für Steinbock, ein Tier, das in den Alpen zu Hause ist. Ob der Ibex G2 von Terratec für die steilsten Lagen unserer Gebirge geeignet ist, erfahrt ihr in unserem Praxistest. In die zweite Generation hat der Vorarlberger Hersteller viele Kundenwünsche einfließen lassen. Unsere Testfahrer waren über 120 Stunden mit dem Ibex G2 unterwegs. Dabei kamen verschiedene Anbaugeräte zum Einsatz. Zwei Doppelmessermähbalken mit 3 Meter und 2,40 Meter Breite, ein Schlegelmulcher mit 1,40 Meter Arbeitsbreite und ein 2,20 Meter breites Abräumgerät zur Heubergung. Schauen wir uns die wesentlichen Neuerungen der zweiten Generation an. Da das bisher verbaute Antriebsaggregat von Subaru Robin in der neuen Abgasnorm nicht mehr verfügbar ist, musste ein neuer Motor her. Der Briggs & Stratton Benzineinspritzer leistet 23 PS bei 3600 Umdrehungen pro Minute. Viel Lob gab es für die elektrische Motorsteuerung. Steigt zum Beispiel beim Mulchen die Belastung an, kann der Motor Drehmoment nachlegen, um die Drehzahl zu halten. Man muss nicht schon vorsorglich mit Vollgas fahren, wenn die maximale Leistung noch nicht benötigt wird. Die Motordrehzahl lässt sich mit einem zusätzlichen Potentiometer am Armaturenbrett feinfühlig einstellen. Zudem wird sie digital angezeigt. Beim Mähen mit dem 3 Meter breiten Portalbalken begnügte sich der Motormäher durchschnittlich mit 2,6 Litern Benzin pro Stunde. Unsere Testfahrer hatten das subjektive Gefühl, dass der neue Motor zumindest das gleiche, wenn nicht sogar mehr leistet als der im Vorgänger. Grund dafür dürfte das verbesserte Hydrauliksystem sein. Es ist ein echtes Highlight beim Ibex G2. Der Mäher lässt sich äußerst komfortabel und feinfühlig manövrieren. Für diverse Anbaugeräte stellt er eine vollwertige Zusatzhydraulik für einfach oder doppelt wirkende Hydraulikzylinder zur Verfügung. Die Funktionen der Anbaugeräte, die hydraulische Achsverschiebung und auch das Öffnen der Bremsen sind völlig voneinander getrennt. Spürbar ist diese Effizienzsteigerung vor allem bei der hydraulischen Achsverschiebung. Sie ist deutlich schneller als beim Vorgängermodell. Zudem hat der Hersteller den Verstellweg um 3 cm auf 35 cm verlängert. Die Achsverschiebung hilft immer, das optimale Auflagegewicht für das jeweilige Anbaugerät einzustellen. Das Handling ist dadurch zum Beispiel bei Steilfahrt kontrollierbar. Sehr gut finden wir auch das Kühlsystem für das Hydrauliköl. Es besteht aus einer 6 Meter langen, spiralförmig aufgewickelten Stahlleitung und sitzt zwischen Motor und Tank. Das Öl wird ohne zusätzlichen Ventilator nur durch die vorbeistreichende Kühlluft des Verbrennungsmotors mitgekühlt. Kühl bleibt dem Fahrer auch der Kopf beim Bedienen. Das Bedienkonzept ist sehr einfach. Grundsätzlich hat Terratec am Konzept nichts geändert. Es gibt beim G2 lediglich einen zusätzlichen Rückfahrknopf. Diesen fordert die neue Motormäher-Norm. Drückt man diesen Knopf, bewegt sich die Maschine mit der ebenso gesetzlich neu festgelegten Geschwindigkeit von 4,5 km/h rückwärts. Lässt man den Knopf los, bleibt die Maschine stehen. Mit einem Doppelklick beschleunigt er wieder auf die davor eingestellte Geschwindigkeit. Um auch beim Gerätewechsel flott zu sein, gibt es eine Schnellkuppelvorrichtung. Leider ist diese oft schwer zu sehen. Diesem Blindflug hat Terratec jetzt ein Ende gesetzt. Öffnet man die vordere graue Abdeckung und stützt diese in halboffener Stellung ab, kann man unter der Haube durchsehen und genau auf die Kuppelpunkte blicken. Wie gefällt euch der Ibex G2 von Terratec? Habt ihr schon Erfahrungen mit Ibex Motormähern? Wenn ihr mehr über unseren Praxistest erfahren wollt, schaut in die Landwirt-Ausgabe 17/2019 oder auf unsere Website landwirt-media.com. Übrigens, es gibt auch viel Neues beim Räderprogramm von Terratec. Mehr dazu erfahrt ihr in einem der nächsten Videos. Abonniere jetzt unseren Kanal, damit du noch besser informiert bist und kein Video mehr verpasst.